Wieder ein eiskalter Wintertag und ich brachte, wie schon des Öfteren, auf meinem Fuhrwerk einen Sack voll alter Kleider, Tücher und Schnüren mit. Da kam ich das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt. Ein SS-Wachmann schrie vom Turm: Was willst du mit diesem Sack? Bleib stehen, sonst schieße ich. Ich hatte Angst, denn es wäre nicht das erste Mal, dass vom Wachturm geschossen wird. Er kam zu mir herab, tobte und schrie, und ich wurde der SS-Leitung gemeldet. So musste ich vor dem SS-Obersturmführer erscheinen. Die SS-Leitung war im Versorgungsheim Zipf untergebracht. Dieser SS-Chef empfing mich wütend und zugleich erstaunt, weil ich noch so jung war. So bekam ich eine Belehrung, wie ich mich gegenüber den KZlern zu benehmen habe. Nach der Drohung, ich würde selbst ins KZ gesteckt, wenn nochmal sowas passiert, wurde ich entlassen. Sehr geehrter Herr Hofrat Dr. Zauner, Ihren Brief mit der Ablehnung unseres Ansuchens haben wir erhalten. Wir sind nicht überrascht darüber, eher entsetzt. Selbstverständlich wissen wir, dass gewisse einflussreiche Kreise eine Aufdeckung der Geschehnisse Schlier am liebsten verhindern würden. Dies bestätigt uns unter anderem die vorliegende Kopie eines Schreibens des Landesarchivs. Es ist bekannt, dass in Redl-Zipf schwere Nazi-Verbrechen stattgefunden haben. Umso mehr betrachten wir Ihre Begründung der Ablehnung, uns die mühevolle Durchsuchung der Akten nicht zumuten zu können, beziehungsweise Ihre Ausführung von einer nicht wissenschaftlichen Ausschlachtung, wie immer man das auslegen kann, als Zynismus. Einer unserer Zeugen erhält aus Zipf einen anonymen Drohanruf, sich ja nicht an unserem Film zu beteiligen. Aus Angst vor eventuellen Folgen lehnt er es ab, seine Erlebnisse vor der Kamera zu erzählen. Mit dem Vorbehalt, seinen Namen nicht zu nennen, dürfen wir das Tonbandinterview mit ihm verwenden. Und dann passierte es also, eines Tages, da kam ein anderer Ingenieur, der wurde hinzugezogen, also Harfs und Lehisten. Der sagte, es wird nicht genügend gemacht, wird nicht genügend gearbeitet, nicht? Also genügend geprüft. Mhm. Wir hatten 2 oder 3 Raketen, die dort nun losgingen, ne? Aber der wollte, es müsste mehr sein. Das waren pro Tag, waren das 4 solche Prüfungen an sich, ne? Vielleicht, bestenfalls. Ja. Und damals, wie dieser neue Mann kam, die Turmingenieur, von dem, der so also wenig davon der ganzen Geschichte wusste und gar nicht wusste, wie gefährlich die ganze Sache war überhaupt. Ne? Mhm. Der dachte dann daran, es müssen mindestens 10 oder 12 oder 14 Stück da am Tag gemacht werden. Ja, also am 29. Februar war eine Explosion. Und meine Frau drängte, ich solle versuchen, Ilse von dieser Stelle wegzubringen. Ich nahm mit Herrn Dr. von Braun deswegen Führung und es war auch so weit, dass sie uns schrieb, sie würde am 30. oder 31. August versetzt. Karl Heimburg, ehemaliger Mitarbeiter von Werner von Braun, ist schockiert über die technische Anlage in Schlier. Der ganze Platz roch nach Alkohol. Als wir die hohe Explosionsgefahr erkannten, evakuierten wir alle Arbeiter und säuberten den ganzen Platz mit Wasser. Als ich Redl-Zipf verließ, warnte ich die Anlagenführer, dass dieser Platz eine Todesfalle sei. Bei seiner Heimkehr nach Peenemünde erhält Karl Heimburg einen Brief von Harald Kohn, der seine tiefe Furcht ausdrückt, dass in Zipf Schwierigkeiten ausbrechen werden. Am selben Tag, als der Brief ankommt, geschieht eine fatale Explosion. Harald Kohn ist unter den Todesopfern.